Na, wir konnten nicht ins Ausland fliegen, weil wir sonst immer ins Ausland fliegen. Und wir haben uns entschieden, dieses Jahr hier zu bleiben. Na, insoweit, dass ich gar keine Planung habe. Also bin hier und bleibe auch vorerst hier. Wird sicherlich zu spontanen kleinen Ausflügen kommen, aber von richtig verreisen in diesem Jahr kann nicht die Rede sein. Nee, ich finde, man hat schon ein bisschen Angst, also Respekt vor der Situation und muss nichts riskieren. Ich wollte eigentlich wieder nach Florida fliegen, aber das hat sich jetzt erledigt. Das verschiebe ich auf nächstes Jahr. Das muss nicht sein, ich kenne das und ich brauche das im Moment nicht. Ne? Gesundheit ist wichtiger, denke ich. Wir sind jetzt alle relativ zufällig unterwegs. Wir sind jetzt von Bayern hergefahren, waren im Endeffekt jetzt auch in Sachsen schon, aber wir sind aber keine Beeinträchtigung mittlerweile bekommen. Also ab und zu haben wir mit Maske halt arbeiten oder halt eintreten müssen, aber sonst sind wir relativ frei unterwegs. Nach Österreich, ist schon gebucht und schon geplant. Nächste Woche geht's los. Also ich hatte vor, ins Ferienlager zu fahren. Als Betreuerin mache ich jedes Jahr nach Tschechien. Und das wird auch aufgrund der also trotzdem stattfinden, aber halt mit Hygienemaßnahmen, dass wir zum Beispiel im Bus dann Masken tragen müssen und vielleicht auch vor Ort. Ja. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich für nächstes Jahr Urlaub buche, weil ich nicht weiß, wie es sich entwickelt. Und das sollte eigentlich nach Vietnam gehen. Aber ist mir jetzt gerade zu unsicher, irgendwas zu buchen. Ja, eines Ausland traue ich mir. Geht nächste Woche Freitag nach Österreich runter für 2 Wochen. Nö, gibt keinen Urlaub. Geht ja auch zu Hus. Ne? Ja? Wer weiß, wenn dann die zweite Pandemie kommt, dann stecken wir uns noch an. Ich fahre wirklich noch weg und zwar an die Ostsee. Da habe ich Verwandte zu wohnen und dann ist das gut. Und außerdem haben wir hier in Neubrandenburg den wunderschönen See. Da brauche ich nicht wegzufahren. Wir sind hier im Urlaub in Neubrandenburg. Wir kommen aus Freiburg. Und sind jetzt hierher gefahren im Urlaub, weil wir nicht nach Spanien fahren konnten, sind wir nach an die Ostsee oder hierher gefahren. Auf den schönen Campingplatz in Gartschegg. Da machen wir gerade Urlaub und am Tollenser See. Wir werden wahrscheinlich in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Ich habe so das Gefühl, hier sind wir am sichersten. Vielleicht wird es ein Kurzurlaub auf Usedom oder irgendwo an der Küste mal werden. Oder einfach eine Runde um den See fahren, ist ja auch schon mal eine kleine Auszeit, ne?